Hallo YouTube, seid gegrüßt zu einem neuen Unpacking-Video mit Galvatrons und den Unpacking-Bär. Ja, ein neues Spiel, habe ich mir nicht selbst gekauft, ist ein Spiel von meinem Bruder zum Geburtstag. Ich bin ja mal gespannt, was es ist. Fangen wir mal an. Ist ein Platinum-Spiel für die PlayStation 2. Ah, Kings, Kingdom Edit, das ist von Rockstar, ist praktisch wie GTA, halt in der Schule, aber das wollte ich mal haben, das hat mir mein Bruder ausgeschenkt, finde ich nett, Dankeschön an dieser Stelle, packen wir mal aus, mit dem schönen neuen USK Logo, ich liebe die, die sind voll super. Ich meine, ich bin ja auch erst 16, ich darf das ja spielen. Nein, ich bin älter. Ja, das ist es, die Platinum-Edition, stört mich nicht. Coverbild, ja, ist okay. Rückseite, ja, ein paar Spielebildchen, kleiner Text, ist auch in Ordnung. Einer der interessantesten Titel des Jahres. Ja, ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist, aber... Damals hat mich das auch interessiert. Machen wir mal auf. CD schlicht gehalten. Und ist euch schon mal aufgefallen, bei den neuen PlayStation 2 Hüllen fehlt dieses Memory Card Slot Ding, wo man die Memory Card reintun konnte. Ja, wieso jetzt hier 15 raussteht, weiß ich nicht. Okay. Ist aber ab 16. Was ist das? Ein Poster? Nee, eine Karte vom Schulhof, vom Schulgelände, denke ich mal, oder von der Stadt. Ja, so viel ich bei dem Spiel weiß, muss man hier eine Schule machen, irgendwas machen, lernen gehen und Chemieunterricht. Aber auch in den Pausen sich mit anderen Schülern, glaube ich, prügeln oder verteidigen, sich verlieben, glaube ich, war das irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Die Rückseite ist ein Poster. Ja, nett. So, jetzt die Anleitung. Ja, das Coverbild gefällt mir schon viel besser. Leitfaden für die Bullwood Academy. In Farbe ist gut. Oh, ein kleiner Comic. Ist ja sehr gut. So, hat 24 Seiten und es duftet. Ja, neu aber anders. Kann ich nicht beschreiben, riecht aber gut. Ja, das war das Unpacking zu Kenin Edit. Spricht man das so aus? Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht, ich werde es mal behaupten. Die Bullwood Academy. Ja, ich denke, es ist gut. Also damals die Berichte waren nicht schlecht und vom Setting her ist es ja wie GTA halt nur nicht so brutal. Also man ist halt in der Schule und Umgebung. Ja, das war das Unpacking dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich über Bewertungen und Kommentare. Und das Green Team sagt: Ciao YouTube!